Ich glaube, wir sind dann da. Hallo, guten Abend. Willkommen bei unserem ersten Gespräch zum Thema Female Perspective on Contemporary Playwriting. Unser Projekt sollte eigentlich ein Symposium sein, der leider wegen der heutigen Situation nicht stattfinden konnte. Und ich bin aber sehr froh, dass wir heute und morgen zwei Gespräche haben werden, die ich moderieren werde, mit Autorinnen und Theaterschaffenden aus Wien und aus Europa zum Thema, was es heute Autorinnen und Theaterschaffende und Kunstschaffende zu sein. Meine und unsere Motivation war hauptsächlich ein Platz für uns zu schaffen, wo wir uns frei austauschen können, wo wir über unsere Gedanken, über unsere Arbeit und über unser Leben sprechen können. Der Projekt wurde von Wiener Wortstätten in Partnerschaft mit Kosmos Theater organisiert und im größeren Zusammenhang mit dem Fabula Mundi Projekt. Auch unser Gespräch von heute findet im Rahmen eines Happy Talks. Also willkommen bei unserem Happy Talk. Und ich werde jetzt kurz die Gäste vorstellen. Oder erstmal was über mich. Mein Name ist Alexandra Pâscu. Ich bin eine Autorin und Dramaturgin in Rumänien geboren, die seit 6 Jahren in Wien wohnt. Und freue mich sehr, heute mit euch da dieses Gespräch zu moderieren. Heute haben wir ganz ausgezeichnete und wunderbare Gäste dabei. In ganz aleatorischen Reihe werde ich jetzt kurz etwas zu jeder von euch sagen. Katharina Schlender, geboren in Neubrandenburg, hat szenisches Schreiben an der Universität der Künste Berlin studiert und abgeschlossen und lebt als freie Autorin und Projektinitiatorin in Berlin. Hallo Katharina. Hallo. Dann Elise Wilk. Elise ist in Brașov in Rumänien geboren, ist Autorin und gleichzeitig auch Übersetzerin und arbeitet auch als Redaktorin. Sie ist eine der meistgespielten Dramatiker in der jungen Generation in Rumänien. Katharina und Elise sind beide, ihr seid beide Autorinnen auch in Fabula Mundi. Und da würde ich sagen, für die Leute, die mehrere Infos über euch erfahren möchten, da gibt es Profil, bitte die Seite von Fabula Mundi oder auch die Seite von Wiener Wortstätte anschauen und für mehrere Details über die zahlreiche Projekte, die ihr beide bis jetzt gemacht habt. Und, ja. Dann Veronika Steinbock, geboren in Wien, hat eine Schauspielerausbildung am Max-Reinhardt-Seminar und hat Erfahrung sowohl als Schauspielerin als auch als Regisseurin und auch viel Erfahrung in dem administrativen Bereich. Sie hat 2 Kinder und ist ab 2018 die Geschäftsleiterin und künstlerische Leiterin von Kosmos Theater. Hallo, willkommen. Hallo. Und last but not least, Sonja Romay. Ist das gut ausgesprochen? Also Romay oder Romay? Romay. Genau. Sie lebt und arbeitet als Schauspielerin und Drehbuchautorin, Musikerin und Schauspielcoach in Wien. Und ich würde auch empfehlen, bitte die Seite von Sonja anschauen, für die zahlreichen Projekte, die sie auch im Theater- und Filmbereich entwickelt hat. So, das wäre jetzt meine kurze Anleitung. Ich würde jetzt einfach fragen, unsere Diskussion zum Thema, was es heißt, heute Autorin zu sein, was es heißt, Theater oder Filme zu machen, wie leben wir heute. Als erstes würde ich fragen, wie ihr jetzt gerade seid, wie es euch geht und wie, in welchen Maßen der Virus und der Lockdown, die 2 Lockdowns, unser Leben, unser euer Leben, unser Leben verändert haben. Ähm,
Wer möchte? Ich kann anfangen, also. Bitte, Katharina. Ich will gar nicht allzu weit ausholen, wobei man das jetzt auch gar nicht so in einem Satz zusammenfassen kann, finde ich. Also bei mir nicht. Weil ich da ziemlich labil bin. bei mir war es so, dass ich vor dem ersten Lockdown sowieso überhaupt in einer Krise war, was das Theaterschreiben angeht. Weil ich bin 40 geworden. Das war so 2017, 18. Und habe so gedacht, okay, ich habe jetzt eine Familie, ich habe Kinder, bin Theaterautorin, habe 20 Stücke im Verlag. Und dann hatte ich plötzlich so die Frage, okay, aber sie werden nicht gespielt, diese Stücke. Also bin ich dann wirklich Theaterautorin. Und habe mich dann so ein bisschen trotzig zurückgezogen und angefangen, einen Monolog zu schreiben, so ein bisschen mich einzuigeln. Und da ist dieses Stück entstanden, Sie, Du, Ich, Ellen, was ein Monolog für drei Frauen ist. Und mich sowieso dann ein bisschen mehr in die Prosa zurückgezogen. Und das lief auch ganz gut. Und dann kam aber 2019, war ich auf so einem Stipendium in Norddeutschland mit zwei Prosa-Autoren und kam zurück nach Berlin. Und dann im Frühjahr 2020 kam halt der Lockdown, wo plötzlich alle zum Igel werden sollten, wie ich einer geworden bin. Also sich einigeln sollten, keine zwischenmenschlichen Kontakte mehr haben, auf Abstand gehen. Und jeder sollte eigentlich zu Hause bleiben und sich mit sich selber beschäftigen. Und für mich war dieser erste Lockdown, dieses Virus eigentlich wie ein Licht erstmal. Ein Licht im Dunkel für mich. Also weil ich irgendwie gedacht habe, okay, jetzt halten alle inne. Jetzt ändert sich die Welt. Jetzt gibt es irgendwie die Hoffnung auf Veränderung von Welt. Also dieser ganze Zynismus, Sarkasmus, alles, was war, ist gestrichen und es gibt nur noch den Tod, den Menschen. Und sozusagen ist das Leben konnte meiner Meinung nach wieder irgend so eine Tiefe erreichen. Was natürlich dann viele auch vor den Kopf gestoßen hat, als ich das dann auch noch ausgesprochen habe, was ich so denke, dass das Virus das Licht ist für mich, weil natürlich so eine Romantisierung gegenüber jetzt den vielen Todesopfern geschmacklos vielleicht auch ist. für mich war das irgendwie so ein Aufbruch, dass ich gedacht habe, okay, dieses Zwischenmenschliche ist wieder möglich, es ist wieder Menschlichkeit möglich, es ist irgendwie, ja, diese Veränderung von Welt wieder möglich. Und ich habe auch wieder angefangen, Dialoge zu schreiben. Das war das Schöne. Und jetzt, dieser zweite Lockdown, ist dann eher so eine Enttäuschung. Weil ich natürlich völlig ernüchtert feststellen musste, in der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown, dass da überhaupt nichts mit Licht ist oder überhaupt nichts mit der Mensch ändert sich und die Welt wird anders. Und es ist alles weitergelaufen wie davor. Alles hat sich wieder irgendwie in die Bahn geschoben. Jetzt ist eben der zweite Lockdown. Und ich bin da jetzt so ein bisschen sozusagen, was meine Naivität angeht, enttäuscht worden. So viel dazu. Und das ist vielleicht dann auch im Schreiben jetzt, ich weiß nicht, was dieses Stück jetzt wird, was ich schreibe, also ob da sowas drin steckt. Aber das war so mein Weg in diesem Jahr. Will jemand anbieten, in dem Sinne auch vom
wie man im Privatleben mit also was es heißt jetzt, also ich, ohne jetzt, ich will jetzt nicht, dass wir zu pessimistisch werden über die Philosophie. Entschuldigung, dass ich angefangen habe. Nein, das ist, aber ich, also im Allgemeinen, ja, also du hast uns sehr schnell in einem ja, okay. ganz philosophischen und holt uns wieder raus. Ja, ich hole mich kurz da raus. Und ich möchte jetzt das, ja, also wie schaut es aus? Was, also wir sind alle jetzt zu Hause, könnt ihr weiterarbeiten? Wie geschieht es? Wie schreibt ihr weiter? Oder wie geht es mit den Projekten? Oder ich weiß nicht, jeder von euch hat andere Projekte bisher, also bis zu dem Lockdown schon angefangen und so. Und wie ist das jetzt? Wie ist das im Theater? Wie ist das im, also vom Administrativen her? Wie ist das im kreativen Bereich? Also, kann ich jetzt was kurz sagen? Ja, also der erste Lockdown, das war bei mir so, dass ich sowieso eine Pause hätte einlegen müssen, weil ich musste meine Doktorarbeit fertig schreiben und ich hatte voriges Jahr ganz viel geschrieben, auch Auftragswerke und so, und ich hatte gar keine Zeit für die Arbeit, und dann war ich so gestresst und dachte, ich habe auch gesagt, nein, ich nehme keine Projekte mehr an, jetzt mache ich die Arbeit, und da habe ich dauernd gedacht, wie mache ich das, wann mache ich das, und dann kam der Lockdown, also für mich war das... Ich hatte so gesagt, wenn man das sagen kann, hatte ich ein bisschen Glück mit diesem Lockdown, weil man war zu Hause und man hatte auch keine Möglichkeit, was anders zu machen. Und auch die anderen waren alle zu Hause. Also man konnte nicht neidisch auf andere sein, die vielleicht irgendwo ein Bier trinken oder so. Also war das okay für mich und ich habe es auch geschafft. Dann kam diese Zeit mit zwischen den Lockdowns, und in Rumänien war das so, ich habe wirklich gedacht, das war's. Und also das war's mit dem Lockdown und dass alles wieder von Anfang an anfängt. Und Theater wurden plötzlich geöffnet Anfang September. Und es war so eine quasi Normalität hier. Ich konnte auch auf ein Festival gehen, natürlich mit Masken und weniger Zuschauer und so, aber es war fast normal. Und dann plötzlich wurden die Theater wieder geschlossen. Und wie gesagt, vom Schreiben habe ich mich gefreut, dass ich nicht schreiben muss, weil am Anfang hatte ich Lust auf gar nichts und habe dauernd Serien geschaut und gekocht oder sowas. Und überhaupt keine Lust auf Schreiben, aber ich finde, man sollte auch Pausen haben und man muss nicht immer schreiben. Und für mich sind diese Monate ganz okay. Also nur jetzt ist es ein bisschen problematisch, weil neue Projekte anstehen fürs nächste Jahr und man weiß nicht, wie man dann weitergeht. Ja, ich glaube, das ist etwas, was wir gemeinsam haben, in dem Sinne, dass man. Ich merke auch jetzt, dass also die Fragen, die wir vorbereitet haben, sind stammen aus einem Fragebogen, den ich dann selbst entwickelt habe. Und ich merke jetzt gerade, wie viel sich alles sich verändert hat, dass die Fragen, die vor einem Jahr da waren, jetzt eigentlich so nicht mehr so viel Relevanz haben. Und ja. Ich denke, was... Naja, ich finde schon, dass du da ganz viele relevante Fragen im Bogen hast. Also ich... Manches ist halt jetzt so vieles überdeckt, nicht von der aktuellen oder aktuellsten Situation des zweiten Lockdowns. Aber ich... Es ist halt so ein Auf und Ab. Also ich... Ich habe... Bei mir war es zum Beispiel, und ich glaube, wie bei vielen Theaterleuten, wir hatten halt eine Premiere im Bronski und Grünberg Anfang März, und dann war der erste Lockdown, auch eine eigenartige Erfahrung. Manche sind gar nicht bis zur Premiere gekommen, also so Sommertheater abgesagt, Dreharbeiten verschoben, ins Wasser gefallen, whatever. Und auf der anderen Seite in meinem
sagen wir mal, nicht zweiten, aber mittlerweile vierten Standbein. Als Autorin war ich noch in meiner Fortbildungsphase an der HFF München, wo natürlich da auch die nicht wussten, wie wir jetzt eigentlich weiter tun, in welcher Form, weil die Reisen und das war alles kompliziert. Und was ich gemacht habe, ich habe mich im ersten Lockdown geflüchtet in meine erste Drehbuchfassung, nachdem ich ein Jahr lang entwickelt habe mit meinem Co-Autor zusammen mit dem Daniel. Habe ich die Zeit genutzt und es ist gesagt, ich flüchte mich in diese Parallelwelt, noch dazu eine Komödie, das hat sehr gut getan. Aber irgendwie jedes Mal, wenn man dann, was ich auch jeden Tag mache, eins einschalten oder Zeitung lesen oder rausgehen, war dann so, ah, okay, Moment, da sind wir gerade. Und jetzt geht es mir gerade eigentlich wieder ähnlich. Ich bin gerade in der zweiten Fassung, macht sehr Spaß. Und immer, wenn ich dann mit jemandem spreche, merke ich so, oh, es stimmt, da war doch noch was. Nein, also natürlich kriege ich sehr nah mit, weil auch im nahen Umfeld mittlerweile sehr viel sich zeigt an Effekt, nicht nur durch die Erkrankung selber, das teilweise leider auch, sondern eben im wirtschaftlichen, künstlerischen Alltagsbereich sonstigen. Aber wir versuchen hier zu Hause gerade eigentlich, Tochter ist vor der Matura und ich im Schreiben und dann nehme ich hier mal auf, dann mache ich alles zu Hause, wie halt die meisten von uns gerade, versuche gerade irgendwie immer wieder mal ein paar Stunden am Tag gar nichts damit, mich damit zu befassen, mit dem, was gerade alles stattfindet, weil man so schnell das Gefühl hat, okay, es gibt Dinge, die kann ich tun und es gibt Dinge, da kann ich gerade nichts tun, außer jetzt so mitmachen und mich dran halten, was halt hilft und hoffentlich hilft und dann die durchgehen. Genau, da gab es eine Frage, wie verbindet man das Privatleben mit der Arbeit und hast du eine Work-Life-Balance und braucht man eine Balance, um schreiben zu können? Und ich finde jetzt in diesem Kontext ist die Frage jetzt total unter Druck, weil ja, das ist ja die Frage, wie schaffen wir es, ein Gleichgewicht zu halten, oder? Um weiterzumachen und wie schafft ihr? Schafft ihr das? Wie ist das? Also kochen, Fernsehen, zwischen Projekte tauschen oder? Also ich traue mich fast nicht sagen. Mir noch habe ich gerade jetzt eine Phase, aber ich weiß auch noch nicht so lang. Und ich total viel Energie habe für ganz viel. Ich weiß nicht, wie lange es anhält oder ob es mich irgendwann mal umhaut, weil ich so viel gerade vielleicht auch, wie sagt man, überdecke oder vielleicht auch wegdränge oder so, was gerade schwierig ist und was vielleicht noch alles schwierig wird. Weil natürlich weiß ich das. Also es sind ja auch jetzt wieder viele Dinge weggefallen, die eigentlich in Planung waren. Im Moment ist ganz schnell so ein, ah okay, das fällt weg. Kurze Trauer, kurze Sorge, relativ kurzes Ärgern oder was auch immer und am nächsten Tag aufstehen und eigentlich, okay, das geht nicht, was kann ich tun? Und ich habe das Gefühl, dass vieles von dem, was wir als freischaffende Künstler und freie Leute von Theater oder Film oder Literatur, whatever, sind wir auch bis zu einem gewissen Grad extrem trainiert in diesem teilweise Überlebenskampf der Existenzängste und so weiter. Und das traue ich mir, ja, das sage ich jetzt einfach mal. Also das nimmt mich nicht aus, dass es mir nicht morgen vielleicht total dreckig geht damit, ja, oder dass ich nächste Woche nicht weiter weiß. Vielleicht. Aber im Moment sage ich mir manchmal so, okay, Moment mal, schon viel geschafft. Ich habe 17 Mal gedacht, ich lasse den Beruf als Schauspielerin zu Hause. Habe 27 Mal gedacht, nein, ich mache doch weiter. Also es ist vielleicht doch eine enorme Kraft. Und ich glaube auch im Gemeinsamen und ich merke es im Austausch mit vielen Leuten, Kollegen, Kolleginnen, Freunden, dass man einander da auch sehr stützen kann. Es ist egal, aus welchem künstlerischen Bereich, im Austausch darüber, wie es einem damit geht und sich nicht alles hinzuwerfen oder so. Und gibt es diese Unterstützung? Ich meine, du hast gerade gesagt, es gibt aber nicht viel Weiterfragen noch an den anderen. Gibt's und in welcher Form ist es so eine, dass man sieht zum Beispiel, dass ganz viele Sachen jetzt online sind und dass man mitsehen kann, wie andere damit umgehen und wie sich Projekte entwickeln und stattfinden?
ist es auch so im persönlichen Bereich, dass es eine Annäherung und eine Kommunikation gibt, die es vielleicht früher nicht gab, zwischen, oder ich meine, sind die gibt es so einen Zusammenhang von Leuten, die in derselben wie uns, die schreiben, die kreativ sind, die Projekte machen? Ist das menschlich näher geworden jetzt in den Lockdown? Oder also ich frage, bei mir ist das eine ganz, also verschieden in dem Sinne, dass meine Familie nicht da ist und die Freunde, die ich da habe, nicht unbedingt Künstler sind oder und dann ist das ziemlich verschieden. Ich kann nicht sagen, also wie es sich anfühlt, Freund, also ich meine jetzt in Wien, aber für Elise und für Katharina selbstverständlich in Berlin und in Brasov. Wie erlebt man das, wenn man, also vor der Krise war die Frage, reist du viel und wie beeinflusst Reisen dein Leben? Und jetzt finde ich, wir sind alle also ganz, ganz sedentiert, immer zu Hause und etwas, das ganz verschieden von diesen Freiräumen und Elise, antwortest du, weil du bist ja viel gereist, oder? Ja. Ich bin ja gar nicht so viel gereist. Ja, es war merkwürdig, weil ich habe es akzeptiert, dass das nicht mehr möglich ist. Und das habe ich relativ einfach akzeptiert. Also natürlich am Anfang war ich ganz wütend, dass die ganzen Sachen nicht mehr möglich sind. Aber inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, dass alles abgesagt wird und dass auch dass die Planung eines Urlaubs im Ausland im Sommer war total ein totaler Nervenkitzel. Also, dass das gelungen ist, kommt mir überhaupt nicht zu glauben. Aber ich habe das irgendwie akzeptiert und ich glaube, diese Krise hat mir geholfen, so Sachen leichter zu akzeptieren, die einfach passieren und ja, hoffen wir, dass das nicht mehr lange dauert. Ja. Wie schauen eure Arbeitsroutinen heutzutage zu Hause? Ich wollte noch mal kurz sagen, dass ich das schon so empfinde, dass es da so ein Zusammenrücken gibt. Also auch bei den bei sämtlichen Freunden, die ich so kenne, aber auch bei den Autorinnen überhaupt. Also wir haben uns ja alle zusammengeschlossen zu so einer Facebook-Gruppe von deutschsprachigen Theaterautorinnen und um eben da über diese Probleme zu sprechen, die jeder so hat. Und dass das überhaupt möglich war, irgendwie ist irgendwie so ein Ding von der Unmöglichkeit, dass so einzelne Autorinnen sich zusammenschließen zu so einem Kollektiv. Das war für mich, also das ist irgendwie daraus entstanden. Mhm. Also dieses menschliche Zusammenrücken einfach und die Eitelkeiten irgendwie mal beiseite geschoben, weil es jedem gleich geht. Also das fand ich schon. Das fand ich als Schauspielerin auch so. Das Gefühl, jetzt können wir mal endlich diese olle Eitelkeit und diese ja, genau. Gefallen wollen und so was guten Applaus und Ding. Also ich meine, klar will man, dass es gut wird am Ende, was man macht und dass das auch gesehen wird und dass das honoriert wird. Das gebe ich vollkommen zu. Ich bin da nicht anders. Aber es gibt so einen Teil davon, der mir lange Zeit schon sehr too much ist an Eitelkeit, nicht nur meine eigene, auch die andere. Und da habe ich eigentlich gedacht, das wird doch viel stärker sein, dass man sagt, viel mehr alle auf, es ist nicht wichtig, was man macht, es ist eigentlich nur wichtig, wie wir tun, was wir da gerade hinauslassen in die Welt oder was wir produzieren und was wir Ansagen machen und wie wir reden miteinander. Und also eben so ein bisschen wie Katharina vorhin vielleicht gemeint hat, diese erste vielleicht entsteht da jetzt was total Gutes draus. Genau. Ja. Alexandra, es gibt auch, du bist ja auch in dieser rumänischen Facebook-Gruppe von Autoren.
es gibt diese Gruppe, aber ich glaube, niemand hat seit einem Jahr was drauf gepostet. Oh. Ja, ich glaube, ja, ich weiß, die Gruppe der dramatischen Autoren oder sowas. Ja, ich finde, ich weiß nicht, dass in letzter, also jetzt ein bisschen in der letzten, also vor der Lockdown, das Facebook und die Online-Kommunikation jetzt, also ich habe immer weniger Facebook genutzt und so. Ich weiß nicht, vielleicht jetzt ist es ein Anschub, so ein Online-Kommunikation, Facebook, Instagram, keine Ahnung, viele Online-Shows, die man sehen kann. Und einerseits finde ich, dass man das dadurch, dass es gut ist in dem Sinne, dass man Sachen sehen kann und bei Diskussionen sich beteiligen kann oder so, die anders wie nicht möglich wären. Und anders wie fühle ich so eine, dass es zu viel ist und dass man nicht den ganzen Tag jetzt online, also in Zoom-Meetings und ja, und online sich Sachen anschauen möchte. Oder das, ja. Na, ihr beide könnt ja die Gruppe wieder aufleben lassen. Also bei unserer Facebook-Gruppe der deutschsprachigen Theaterautoren sind ja seit neuestem zwei Dinge auch entstanden. Einmal der Verband, ein neuer Verband der Theaterautorinnen und einmal das Netzwerk der Theaterautorinnen. Und der Autor, die Autorin wird jetzt nicht unbedingt ein super soziales Gruppentier werden, das glaube ich nicht, aber irgendwie ist man plötzlich so zusammen. Toll, also. Das hat man als Autor auch nicht so oft, oder? Also, nee, eigentlich nie. Das ist man ja eh so viel zu sich. Dass man zusammen außer man ist in so einer Altersgruppe, also kämpft. Ja. Ja. In dem Zusammenhang würde ich gerne auch Veronika in der Diskussion einbringen und so eine coole Beschreibung lesen, die ich in der Presse gelesen habe. Das stammt schon von früher, von dir. Und zwar, das Kosmos-Theater soll erster Ansprechpartner für Autorinnen und Künstlerinnen sein, die sich im weiten Feld des Gender-Mainstreaming bewegen. Sie wollten neben Eigen- und Gastproduktionen vor allem auf partizipative Formate, auch für Schulen, auf Interdisziplinarität sowie auf ein intensives Netzwerk mit NGOs und der freien Szene der Stadt setzen. Und ich würde jetzt fragen, wie schaut es bei euch aus und wie soll es weitergehen, wenn du uns etwas... Ich habe da jetzt mit großem Interesse zugehört, weil ich war 30 Jahre lang Schauspielerin und sage ich jetzt mal auch so Einzelkämpferin und kenne mich ganz gut aus mit so Eitelkeiten, die einen an sich selbst stören und die an anderen stören und immer dieses so von Projekt zu Projekt und wann werde ich gefragt und wann habe ich einen Auftrag und immer dann doch auch sehr auf mich selber zurückgeworfen, wenn es mal nicht so rund läuft. Und bin aber jetzt, wenn ich so zuhöre, einfach in einer ganz anderen Position, weil ich jetzt so Verantwortung habe für eine Institution, weil ich jetzt so einen Theaterbetrieb künstlerisch leite, ein Team habe von 10 Menschen, die mit mir zusammenarbeiten und weil ich jetzt meine Position auch insofern geändert habe, als dass ich in meinem Schaffen oder das, was gelingt oder welche Pläne ich habe, dass das nur lebt mit den KünstlerInnen, die bei uns Projekte machen, die bei uns arbeiten mit meinem Team, auch im Austausch mit Verlagen, mit Autorinnen, bei mir dauern die Projekte, bis etwas entsteht, meistens ziemlich lange. Das ist ein langer Prozess von, bei mir ist es nicht so, dass wir bestimmen, welches Stück wird jetzt gemacht und dann suchen wir die richtigen Leute dafür, sondern das ist immer so ein Austausch mit mal in erster Linie Regisseurinnen, aber auch mit Ausstatterinnen und mit meinem Team vor allem auch und mit meiner Dramaturgie und dann trifft man Leute und dann hat man so 5, 6 Stücke zur Auswahl und dann schaut man, das könnte gut passen und so. Und das erhält mich lebendig. Ich bin jetzt schon weit über 50, meine Kinder sind riesig groß und ich brauche auch gar nicht mehr so diese Work-Life-Balance. Also ich
ist vielleicht auch spleenig, aber für mich ist das Theater alles so und ich brauche gar keine Erholung. Für mich ist es eine Erholung, auch wenn ich dann mal zu Kolleginnen ins Theater gehe und mir was anschaue und Gespräche führe. Und also ich kann mit dem Hund spazieren gehen, das ist schon wichtig, frische Luft und so, aber ich brauche auch das nicht für jetzt Familienaufbau oder für Familienleben. Brauche ich jetzt keine Zeit mehr, sondern meine Familie ist jetzt, das klingt jetzt kitschig, aber meine Familie ist schon dieses Theater machen und dieses Theater schaffen. Und das fällt halt jetzt so weg. Und das lässt sich auch, das lässt sich nicht übertragen in Zoom-Meetings oder in Streamen oder in virtuelle Zusammenkünfte. Ich verliere gerade sehr viele mir wichtige Austausche, also und zwar auch spontane, auch lebendige. Ich verliere auch sehr viel Körperlichkeit, also der Körper auf der Bühne. Das hat aber auch nicht nur auf der Bühne, sondern auch das nach einer Premiere sich in die Arme fallen und das Adrenalin ausstoßen und auch die ganze Panikaktionen vor einer Premiere und dann danach. Und also dieses Zusammensein, diese Berg- und Talfahrt, die macht für mich das Theater lebendig und so bin ich gewohnt zu arbeiten und so liebe ich es. Und das fällt jetzt dann so alles weg. Und deswegen, ich merke einen tollen Zusammenschluss. Wir haben auch die Freien Theater in Wien in unserer Gruppen, in unserer Größenordnung so circa, haben so Pakt Wien gegründet, so eine Zusammenkunft von eine Initiative, um diesen Theatern, diesen Klein- und Mittelbühnen eine Stimme zu geben. Und da merke ich jetzt schon natürlich einen tollen Austausch. Aber das geht immer nur um Organisation. Das geht jetzt halt nur, wie beantragt man wo, wer lässt wen wo fallen, was zahlt ihr an Abschlagszahlungen, wie geht ihr mit MPO-Fonds um und wie schaut euer Sicherheitskonzept aus und so. Also im Moment ist sehr, sehr viel organisatorisch. Also ich rede ein bisschen privilegiert, weil wir finanziell jetzt als Haus von unseren Fördergeberinnen Stadt und Land toll getragen werden, noch einstweilen. Ich hoffe, das bleibt so. Also das heißt, wir haben jetzt keine ganz großen finanziellen Einbußen. Ich möchte gar nicht denken an die vielen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt als Einzelkünstlerinnen da wirklich auch große Ängste haben. Aber aus dieser privilegierten Situation heraus trotzdem muss ich aus dieser Situation heraus, also aus meinem ganz persönlichen Ding ist, dass ich wahnsinnige Sehnsucht nach Stille habe. Also das, was du vorhin gemeint hast mit Einigeln und Licht und so, auch beim zweiten Lockdown, jetzt denke ich mir, vielleicht gelingt es jetzt, dass mal dieses ganze Organisatorische, dass ich das mal ein bisschen zur Seite drücken kann und mich vielleicht auch gar nicht mal unbedingt in den Austausch, weil den gibt es im Moment nicht so, wie ich ihn gewohnt bin, aber auch in mich gehen, in so ein Innehalten und zu schauen, wie wollen wir denn danach weitermachen? Also wenn es schon die Gesellschaft nicht schafft und Sonderangebote da noch hat, kurz vorm Lockdown und die Leute die Geschäfte stürmen und wenn es ein Bashing gibt zwischen den verschiedenen Bereichen, wer darf aufmachen, wer darf nicht, wer kriegt zu wenig Geld, wer kriegt zu viel. Also ich finde das, was da gerade in dieser Hektik und in diesem Alarmismus da gerade so abgeht in unserer Gesellschaft, finde ich grauenvoll. Und dann denke ich mir, wenn mir gegönnt ist oder mir und meinen Kolleginnen und uns KünstlerInnen jetzt im weitesten Sinne so wirklich mal innezuhalten und Verschiedenes abzufragen, wenn es schon die Gesellschaft jetzt anscheinend nicht schafft und wir alle ein bisschen so die Enttäuschung spüren, dass nach diesem ersten Lockdown alles wieder so weiterging, ne, und wo man so die Sehnsucht hatte, vielleicht ändert sich etwas, dann ist es aber in unserer Verantwortung, dass sich wenigstens, soweit es uns das möglich ist, bei uns etwas ändert. Und das ist bei mir als Theaterbetrieb einfach schon noch die Frage. Ich lese gerade ein super Buch, kann ich sehr empfehlen. Lernen aus dem Lockdown. Das hat Impulse Theaterfestival gerade rausgebracht und das sind ganz tolle Artikel über die freie Szene. Was können wir lernen? Ich möchte das auch nicht romantisieren jetzt. Das ist die Chance und so, weil das ist auch zynisch gegenüber, wie Katharina eh schon gesagt hat, ne? Also das, so weit möchte ich es nicht treiben, aber dass man trotzdem aus dieser Pause etwas lernen kann und dass ich im Moment ganz persönlich sehr viel darüber nachdenke, dass, dann bin ich auch schon zu Ende mal, dass jetzt vom Theater her jetzt 10% der Menschen in Österreich, wenn es hochkommt, einmal im Jahr eine Institution besuchen, die mit Kunst und Kultur gefördert wird. Das sind 10%. Also wir sind
echt noch, da mache ich mir gerade sehr viel Gedanken für danach. Wie kann ich jetzt meinen Kleinen oder das Theater allgemein, wie kann ich das öffnen, dass das mehr geschätzt wird und dass ich jetzt nicht mal darüber streiten muss, sind wir jetzt systemrelevant oder nicht, sondern dass wir es dann einfach nochmal mehr sind. Also darüber mache ich mir sehr viel Gedanken und das würde ich gerne in einer Stille, die vielleicht jetzt die, wir haben jetzt noch große Veranstaltungen im Kosmos bis Samstag und dann vielleicht, dass ich mir dann eine Woche Zeit nehmen kann, um über solche Utopien und über solche Weglegungen auch mal nachzudenken. Ich habe permanent Sehnsucht nach Stille und dieses ohne uns wird's still oder ohne Kunst und Kultur wird's still, das verstehe ich unter dem, also dieser Slogan, der jetzt überall gepostet wird, das verstehe ich total für all diese Einzelkünstlerinnen und dass man da immer darum kämpfen muss, dass man gesehen wird und dass man auch von unserer Politik wahrgenommen wird als Kulturnation. Ich persönlich, mich nervt's, weil ich habe nach nichts mehr Sehnsucht, als dass es jetzt mal still wird, weil es ist eh drumherum schon so laut. Aber das ist jetzt wirklich nur mein ganz persönlicher Zugang. Das würde ich gerne sehen als, ja, dann doch auch irgendwie als eine Chance, da was zu drehen. War jetzt ein bisschen viel, ja, ein bisschen ausholen. Nein, ich finde das ganz spannend, dass wir verschiedene Positionen und ja, verschiedene Rollen eigentlich haben in dem, was wir machen und jetzt gerade, weil das kann sich dann jedes Mal oder bald verändern oder so. Aber auf jeden Fall eine Frage, die glaube ich, uns wichtig ist, ist, wie soll das weitergehen und welche, auf jeden Fall, welche Modelle soll es geben? Welche Funktionsarten, also jetzt von meiner Sicht her als Freischaffende oder ja, Freischaffende, freie Autorin. Und ja, ein großes Thema war vorher, wie jetzt glaube ich, dass es noch wichtiger sein wird, und zwar Thema Geld und welche Strategien es da gibt und welche Möglichkeiten und inwiefern jetzt diese Krise eigentlich das verändern wird, was bis jetzt war. Und ich muss sagen, aus meiner Sicht war es schon eine prekäre, also obwohl ich jetzt nicht Rumänien unbedingt mit Österreich vergleichen würde, auf keinen Fall, aber ich finde schon, dass in allen europäischen Ländern und überhaupt, dass die Situation der freischaffenden Künstler, Künstlerinnen, Autorinnen eine prekäre ist. Ideen für Strategie für das Grundeinkommen müsste endlich mal kommen. Das ist meine Forderung seit ein paar Jahren. Das würde so wahnsinnig viel erleichtern. Ja, das wäre höchste Zeit, gerade in dieser Zeit jetzt. Es gibt Gespräche, ich habe gesehen, jetzt ist es schon so ein Thema geworden. Also ich sehe das eher jetzt als früher. Ob das in dieser Regierung jetzt Thema wird, wirklich, ja, wann wird man es jetzt sehen? Kommt auch drauf, vieles drauf an, wie das alles noch, wie lange sich das alles noch auswirkt. Und aber so seid ihr in dem Sinne optimistisch oder pessimistisch, dass sich etwas, dass es große Veränderungen geben wird oder ist es jetzt hauptsächlich so eine Denkweise, dass man denkt, ja, wir müssen jetzt gerade überleben, seelisch und physisch und mal sehen, dass wir gesund aus der Krise rauskommen und dann mal schauen, oder wie schaut es aus bei euch? Ja, ich denke schon darüber, dass sich viel ändern wird, weil es gibt natürlich Projekte, die nicht aufgeschoben wurden, die einfach nicht mehr stattfinden werden, das ist klar. In Rumänien ist es sowieso sehr schwer, freischaffend zu sein und ich habe einen Job, also ich bin fest angestellt. Ich habe Glück, dass dieser Job sehr flexibel ist, aber ich würde mir nie leisten, nur zu schreiben fürs Theater. Also das würde ich nie machen, auch wenn ich manchmal ganz gut daraus leben kann. Man weiß nie, also in einem Jahr kann es dir gut gehen und im nächsten Jahr sehr schlecht. Also ist es auf jeden Fall besser, dass man auch einen Job nebenbei hat. Und
ja, dieser Job existiert noch. Ich freue mich und man konnte auch von zu Hause arbeiten. Ich freue mich auch. Nur denke ich natürlich nach, wie es sein wird, weil in diesem Jahr gab es noch Sachen und es gibt auch noch andere Sachen außer Schreiben. Man hat noch den einen oder den anderen Workshop auch online und so und kann noch Geld damit verdienen. Aber die Perspektiven sind, würde ich sagen, nicht sehr optimistisch in Rumänien. Schaut in Deutschland aus. Naja, ich sehe das Ganze gar nicht so. Also bei mir persönlich ist es gerade okay, weil ich einen Stückauftrag habe, der jetzt zwar auch auf 22 verschoben ist, also die Premiere. Aber das Gute daran ist, dass man jetzt ja auch viel mehr Zeit hat, um dieses Stück zu schreiben. Und das denke ich irgendwie so, dass wir alle doch jetzt ganz viel Zeit haben. Das war doch auch irgendwie, das schwirrte doch auch so rum, auch dass viele Dramaturgen meinten, wir haben keine Zeit, Stücke zu lesen. Also sie es auch ganz offen gesagt haben, dass sie in diesem Betrieb keine Zeit haben. Und also wenn es jetzt was gab, ist es, oder gibt, ist es Zeit. Und da es jetzt auch diesen Zusammenschluss dieser Theaterautorinnen gibt, haben wir uns natürlich auch gedacht, dass man jetzt, dass es auch an der Zeit ist, Forderungen zu stellen. Oder, und eine der Forderungen oder eine der Utopien wäre, dass sozusagen jedes staatlich geförderte, jedes feste Ensemble eine Autorin im Jahre 21 einen Stückauftrag gibt. Weil, also ich meine, wer, wenn nicht die Autorenstimmen von heute, soll auf das, was gerade ist, reagieren? Also natürlich kann man die Pest immer spielen und so, aber und das wäre ja jetzt eine Chance mal irgendwie, also das irgendwie anzuleiern, das mal durchzuziehen. Und im Jahr 22, 23 hat man 200 Uraufführungen und dann ist die große Party und alle treffen sich wieder auf der Bühne und fallen sich in die Arme und so weiter. Aber man könnte doch jetzt sozusagen mit Autorinnen zusammenarbeiten, sich per Zoom austauschen über Themen, Stücke, Texte und so weiter. Also Zeit für Gespräche ist ja jetzt ist ja wieder da. Also es gibt sie. Zeit. Ja gut, ich stecke jetzt auch nicht da in Veronikas Haut, wo jetzt ganz viel organisiert werden muss und so weiter. Das stimmt dann vielleicht von deiner Seite aus nicht, das mit der Zeit. Aber ich habe so das Gefühl, dass es also Zeit ist und auch an der Zeit wäre. Also das wäre so ein. Aber ich glaube, wenn ich kurz einhaken darf, nur, ich glaube, dass man sich zusammenschließt, wir hoffen ja alle, dass es auch so ein bisschen solidarischer zugeht, so wie wir vorhin gesprochen haben. Und ich glaube ja, dass es nicht nur, dass jetzt die Dramaturginnen von den Theatern Zeit haben, Stücke zu lesen und dann, genau, aber so hast du eh gemeint, jetzt erinnere ich mich, dass du eh sagst, die Ensembles sollten bestimmen, weil ich glaube, es geht nur um eine größere Zusammenkunft. Also, dass eben nicht mehr irgendwelche Bestimmer dann in den Theatern sagen, okay, das mache ich oder das mache ich nicht, sondern so wie jetzt zum Beispiel die Ruhr-Kooperative, dieser Verlag da, wo die sagen, wir haben auch gleich Regisseurinnen und Dramaturginnen und Autorinnen so zusammen, dass sich so kleine Ensembles bilden und kämpfen für ein Stück oder für die Aufführung oder miteinander mit der Autorin. Ne? Also das ist nicht nur, dass wir uns auch endlich lösen von diesen, da gibt es eben die Bestimmer, auch da warte ich drauf, dass ich einen Auftrag bekomme und wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Versteht ihr, was ich meine? Das würde ich mir wünschen. Eine weitere Frage wäre, wenn wir dann schaffen oder wenn das passiert ist, dass die Leute sich zusammensetzen, dass es irgendwie neue Modelle und neue und finanziell das, sagen wir mal so, dass finanziell das geschafft wird.
Ich hatte noch eine Frage zum Thema, Themen und so. Und in dem Sinne kann ich jetzt nicht fragen, oder ich kann fragen, aber ich muss nicht antworten, was heißt zeitgenössische Dramaturgie in der Zeit heute? Aber ja, ich würde, also die Frage war gedacht, jetzt bis, ich wusste nicht, dass ein Lockdown oder zwei Lockdowns kommen, da noch ein, ja, aber denkt ihr das, also von euch, ich würde jetzt nicht so für, jeder für sich so in dem Sinne, als, in dem, was ihr macht, so findet ihr das, dass sich eure Themen jetzt verändern, dass ihr andere Interesse jetzt habt, oder sind das, geht das weiter mit dem, was ihr angefangen habt? Ich glaube, das ist ein bisschen zu früh. Ich glaube, das werden wir erst später merken, ob sich was geändert hat. Und ich glaube eher vielleicht nicht an den Themen, sondern an der Art und Weise, wie wir diese Themen behandeln. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber jetzt schreibt ihr im Lockdown über Lockdown? Aber natürlich könnte sein, das wird man auch alles sehen. Ich meine, zum Teil passiert wahrscheinlich jetzt schon, dass, sagen wir mal, der Hintergrund oder die Welt, in der manche Geschichten spielen, schon mal durchaus geprägt sind von dieser Zeit. Also das würde mich sehr wundern. Ist die Frage, ob man das dann überhaupt so viel sehen will, ja? Ich glaube, das kommt eben, wie Katharina meinte, auch drauf, oder wie lange das Ganze dauert und wie schnell wir wieder vergessen. Wir Menschen sind ja wahnsinnig gut im Vergessen und verdrängen auch. Und wenn es dann vielleicht früher, als wir jetzt noch manchmal denken, auch wieder einen Weg da raus gibt, wer weiß, wie schnell man nicht wieder, ich fürchte, auch vieles wieder, vieles Gute, aber manches vielleicht auch wieder so machen, wie es vorher war, das übliche Hamsterrad. Weil die meisten wollen ja wahrscheinlich dorthin zurück, wie es war. Also das klingt jetzt so. Ich meine, das ist wahrscheinlich sehr viel größer, als es gerade, ich meine, das gerade nicht nur auf Theater oder unsere Branche oder so bezogen. Ich meine, das ist eigentlich auf ganz viele Sachen bezogen, die wir Menschen so anrichten. Aber das wird sich zeigen, oder man will das gar nicht sehen dann, ne? Gerade auch am Theater. Aber es wird, glaube ich, dort und da sicher hineinspielen. Das finde ich auch wichtig eigentlich. Ja, also ich glaube, dieses sich nicht berühren dürfen, dieses kein Körper mehr sein zu dürfen, ich glaube, solche Themen werden da viel auftauchen. Ja. Wobei es ja die auch schon vorher gab, dann aber eher in Richtung künstliche Intelligenz und so weiter, was ja irgendwie schon zwei verschiedene Dinge für mich sind. Ja, aber ist ein bisschen, wie Elise sagt, ist jetzt irgendwie, glaube ich, zu früh, um jetzt ja schon irgendwas. Ja, aber bei mir ist es ja so, dass wir ja immer einen Fokus zu legen auf Themen, die so übergreifend sind, die auch binäre Systeme aufbrechen und familiäre Strukturen in Frage stellen und dieses Mann, Frau und Verantwortungsbereiche und so immer brechen wollen. Und ich finde, also da sind jetzt alle Stücke, die ich jetzt so angedacht habe, mal für die nächsten Saisons oder so, sind dann sowieso genauso virulent. Also könnte ich auch sagen, weil das letzte Stück, das wir jetzt hatten, war Frau verschwindet. Da ging es überhaupt noch nicht um Covid, also das wurde viel früher geschrieben und trotzdem hatte das einfach, da musste man gar nichts ändern, aber dass die Frauen in das Heim wieder zurück verschwinden und in das Homeschooling und was weiß ich, Homeoffice und so, und dass auch die aus der Panik heraus wieder Rollen zuteilen zu wollen, und es gibt die Verdiener und die das Haus hüten und Care-Arbeit, was jetzt da mit den Krankenschwestern, mit dem Pflegepersonal und was da alles an Diskussionen jetzt wieder hochkommt und wo man sagt, da liegt so vieles brach, da brauchte ich das Frau verschwindet gar nicht den Text ändern, und es war trotzdem so aktuell, finde ich jetzt, wie nur etwas, also und ich finde aber auch richtig, dass man warten muss wahrscheinlich, was
was da so aufploppt. Und ich glaube, dass das erst in 2-3 Jahren eigentlich dann wirklich durchdrungen sein kann von was man daraus gelernt hat oder was das für eine Zeit war. Glaube ich, braucht auch Zeit. Aber gute Texte, die sich mit dem Individuum und in der Reibung zwischen Individuum und Gesellschaft bewegen, die sind, glaube ich, wichtig nach wie vor und auch sehr aussagekräftig. Ich würde jetzt, die Zeit hat, es vergeht sehr, sehr schnell. Ich hätte noch 2 Fragen. Und ihr könnt die anpassen für diesen Kontext oder im Allgemeinen. Was würdest du deinem Jüngeren selbst sagen? Was würdest du deiner Oma erzählen? Und was würdest du deiner Tochter erzählen? Oder in Klammer, weil das auch ein Projekt im Rahmen von Fabula Mundi ist. Fabula Mundi, was ist für mich oder für uns, für dich, deine Geschichte für die Welt? Das ist eine große Frage, eine offene Frage. Also meinem Jüngeren selbst, ich habe mir vorhin schon noch meine Antworten durchgelesen, die ich mal geschickt hatte. Und das stimmt immer noch. Meinem Jüngeren selbst würde ich sagen, rauch nicht so viel und mach weiter so. Hast einen langen Atem. Meiner Tochter würde ich sagen, du musst schon das Kämpfen lernen. Und meiner Oma würde ich sagen, dass ich jetzt im Lockdown kochen gelernt habe. Tatsächlich mit Kochbuch und so. Da würde sie sich freuen. Konnte ich vorher nicht. Also kann ich immer noch nicht so wirklich, aber würde ich ihr sagen. Muss ja nicht stimmen. Wenn ich an meine Oma denke in dem Kontext, wenn die noch leben würde. Meine Oma ist die letzten, glaube ich, 15 Jahre ihres Lebens nicht aus dem Haus gegangen, außer bis zur Wäscheleine. Die würde hätte das wahrscheinlich alles nicht mitbekommen, wenn man es ihr nicht erzählen würde. Ja, vielleicht hätte man sie auch davor bewahrt, indem man ihr nicht erzählt. Meinem Jüngeren selbst würde ich sagen, ich weiß nicht, in welchen direkten Satz ich es formulieren würde, aber ich würde ihr sowas sagen wie trau dich groß zu sein in deinen Schritten, die du machst. Also ich weiß nicht, das ist jetzt sehr persönlich, aber ich bin jetzt 47 und habe erst die letzten Jahre das Gefühl, und ich glaube, das ist sehr spät, ich weiß nicht so genau, wie es anderen da geht eigentlich. Als Schauspielerin, zum Beispiel unter anderem als Schauspielerin, sehr viel freier und mutiger zu sein, in dem Impulsen nachzugehen, Entscheidungen zu treffen, sowohl im Spiel Entscheidungen zu treffen, als auch das Projekt mache ich und da sage ich jetzt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das passt jetzt gerade nicht wirklich, auch nein. Oder zwischenmenschlich auch manchmal. Also es ist ja nicht immer jedes Team das Team, mit dem man wirklich arbeiten will. Also da würde ich mein Jüngeres selbst, glaube ich, aus heutiger Sicht stärken darin, dem Bauchgefühl danach zu gehen und den Mut zu haben dazu. Und das Dritte ist, mit meiner Tochter rede ich eh ständig. Ich mache es mir ein bisschen leicht. Ich würde allen dreien sagen, keine Angst. Mhm. Also für mich ist Angst, das bringt überhaupt nichts. Also wäre praktisch unsere Geschichte von einer, die auszog, das Fürchten zu lernen, oder? Genau. Sonst fällt mir zur Geschichte für die Welt nichts ein. Ich
Alexandra, was würdest du deinem jüngeren selbst sagen? Ich würde die Fragen stellen. Ich glaube, ja, also ich habe nicht jetzt an die Antworten gedacht, aber ich glaube, ich würde jetzt wirklich immer die Fragen, also nicht aufzugeben, Fragen zu stellen. Mhm. Elise? Ja, ich hatte damals auf diese Frage nicht geantwortet. Ich weiß nicht. Du musst auch nicht antworten, wenn du nicht bist. Ja, aber was Katharina gesagt hat, das mit dem Rauchen und das mit dem Kochen, das trifft zu. Also. Ja, schade, dass wir jetzt nicht wirklich ein Bier noch zusammen trinken können und nicht da in Wien hocken. Aber ich freue mich auf jeden Fall, es ist wirklich sehr, sehr kurz. Die Zeit ist sehr schnell vergangen. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, wir sind gerade dazu angekommen, um ein Gespräch jetzt zu beginnen. Aber ich glaube, das zählt und ich hoffe wirklich, dass das passiert, dass das passieren wird. Und ob wir jetzt alle zusammen in demselben Kontext oder Teile von uns sich dann wieder treffen. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass diese Art von Gespräche stattfinden, dass wir versuchen und dass wir nicht aufgeben und dass wir auch in dem Sinne vom Overload von Online und Zoom treffen und so. Mir hat es eigentlich heute mit euch ganz gut gefallen und ich freue mich, wenn es auch ein nächstes Mal geben würde. Darf ich noch kurz was in eigener Sache anbringen? Bitte. Wir haben 20 Jahre Kosmos-Theater, feiern wir jetzt im Jahr 2020 und wir haben geplant ein Festival für eine Woche mit Gastspielen und Panels und Interviews und Treffen. Natürlich alles im Real Life und unter dem Titel bisschen gestohlen von Donna Haraway, Stay with the Trouble. Das hat sich dann, dieser Titel hat sich... Das wussten wir nicht, dass das eigentlich so eine gute Aufforderung ist, auch für dieses schwierige Jahr 2020. Und wir haben jetzt am Freitag und Samstag, wir versuchen das Vernetzen, das Miteinandersein, das Solidarität lernen, ausüben, versuchen wir jetzt auch online zu machen und haben am Freitag eine Initiative für Solidarität am Theater, eine deutsche Initiative, die macht einen Workshop und am Samstag haben wir versuchen das online mit Breakout Rooms und Speed Dating und ein großes Vernetzungstreffen, wo sich auch verschiedene Initiativen vorstellen. Und ich glaube, dass man diese Pause, die uns jetzt da so auferlegt ist, so nutzen sollte wie früher in der Schule, wo die Pausen in der Schule waren ja eigentlich immer das Wildeste und das Spannendste und eigentlich das, was das Leben ausgemacht hat. Und dass man jetzt vielleicht diese Pause auch dazu nutzen kann, um wild und frei und angstfrei und aber utopisch denkend auch sich da auszutauschen und zu sagen, hey, so wie jetzt auch dieses Gespräch. Ich danke auch vielmals für dieses Gespräch. Hab mich sehr wohl gefühlt. Ich danke euch allen für die Offenheit und die Zärtlichkeit und dass wir uns getraut haben und ja. Das heißt, Veronika, man kann da dazukommen oder sich ein... Geht doch auf die Kosmos-Seite, auf die Homepage und da kann man sich anmelden. Super. Über Kosmos-Theater, karten@kosmos-theater kann man sich für dieses Vernetzungstreffen anmelden. Und dann wird man von uns eingeladen, ähnlich wie hier. Und dann gibt es eben verschiedene Formen des Austausches. Cool, danke. Dankeschön für die Einladung. So, wir sind sehr, sehr pünktlich. Das ist unsere Stunde. Ich gehe jetzt Schnitzel essen. Ich weiß nicht, was ihr macht. Ich komme zu dir. Gibst mir eins vor die Tür. Gerne. Danke, Alexandra. Danke an die Wiener Wortstätten. Ich hoffe, wir sehen uns alle bald mal in diesem Leben live. Ich hoffe so auch. Und ja, vielen Dank an die Wiener Wortstätten, an Kosmos Theater, an Fabula Mundi für den Kontext und an euch auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.
Danke, Alexandra. Schönen Abend. Ich danke euch. Ciao. Bis bald. In real. Klicken wir uns jetzt aus.